Und damit schauen wir auf die Wahl in Brandenburg. Die Abstimmung läuft. Seit 8 Uhr sind die Wahllokale geöffnet. Und die Spitzenkandidaten kommen nach und nach in die Wahllokale, um relativ früh ihre Stimmen abzugeben. Und wir wollen den brandenburgischen Ministerpräsidenten, den Amtierenden, uns anschauen. Dort ist der Dietmar Woidke mit seiner Frau gemeinsam. Kommt er ins Wahllokal, wird seine Stimme abgeben. Es geht für ihn um alles, das muss man so sagen. Es ist eine Schicksalswahl, weil er verknüpft seine politische Zukunft mit dem Endergebnis. Er hat angekündigt, sollte die SPD nicht stärkste Kraft werden, also nicht vor der AfD landen, dann wird er als Ministerpräsident zurücktreten. Wir sehen hier also Dietmar Woidke dann bei der Stimmabgabe. Aber man muss es sagen, es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der SPD und der AfD. Und die AfD vor allem, die versucht auch noch mal auf den letzten Metern, um die Stimmen der Wähler zu werben. Und wir haben ihn eben bei der Stimmabgabe gesehen. Nun hat sich der brandenburgische Ministerpräsident Woidke geäußert. Hören wir rein. Die Arbeit war ja immer mit dabei und gestern der Besuch im Hochwassergebiet in Frankfurt-Oder. Die Arbeit geht weiter. Wahlkampf ist wichtig, aber natürlich ist genauso wichtig, die Arbeit gut zu machen als Ministerpräsident. Und ich sehe dem heute bei der Wahl, stehe dem Ergebnis optimistisch entgegen und wir werden dann um 18 Uhr wissen, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Sie haben ja nun schon Wahlkampferfahrung. Wie haben Sie diesen Wahlkampf empfunden? War der aggressiver durch diese Konkurrenzsituation und Ihre Entscheidung auch jetzt so vorzugehen? Die Brandenburger SPD ist geschlossener und entschlossener in diesen Wahlkampf gegangen, weil wir von vornherein genau wussten, worum es geht. Wir hatten ja Umfragesituationen, Sie können sich vielleicht noch erinnern, vor einem halben Jahr oder noch vor 8 Wochen. Die schon fast, also da wurde uns ja so eine Hoffnungslosigkeit da suggeriert. Ich glaube aber im Großen und Ganzen haben wir gezeigt, dass wir eben als Brandenburg SPD durchaus eine eigene Stärke haben, dass wir in den letzten Wochen deutlich zugelegt haben, was die Umfragen betrifft. Wir haben einen Trend nach oben. Ob sich das denn heute so bestätigt bei den Wahlen, das wissen wir jetzt noch nicht, das wissen wir heute Abend um 18 Uhr. Aber ich bin, was diesen Wahlkampf betrifft, hat die Brandenburger SPD gezeigt, was sie kann. Glauben Sie, ist in allem klar, dass es heute eine Land... Soweit also Dietmar Woidke, der amtierende Ministerpräsident Brandenburgs. Philippa Vögeding wird natürlich den ganzen Tag für uns in Brandenburg unterwegs sein und dann auch am Abend über den Ausgang berichten. Philippa, kann man es tatsächlich so formulieren, dass diese Brandenburg-Wahl tatsächlich als Schicksalswahl bezeichnet werden kann? Die Wahl ist im engeren Sinne des Wortes eine Schicksalswahl. So formulierte es Dietmar Woidke selbst vor ein paar Tagen noch bei uns im Interview. Für ihn selbst ist es offensichtlich eine Schicksalswahl, denn sie bestimmt den weiteren Verlauf seiner eigenen politischen Karriere. Er kündigte an, zurückzutreten, sollte die SPD tatsächlich diese Wahl verlieren. Aber er macht sich damit auch so ein bisschen zum Zünglein an der Waage. Er stellt die Wähler vor die Frage, wollt ihr mit dieser Wahl die Ampelkoalition abstrafen oder wollt ihr weiterhin einen Ministerpräsidenten Dietmar Woidke? Und Umfragen zeigen tatsächlich, dass die Mehrheit der Bevölkerung hier in Brandenburg eigentlich weiterhin Dietmar Woidke als Ministerpräsidenten halten möchte. Doch für den Rest der SPD ist es eben auch eine Schicksalswahl, denn diese Wahl hier in Brandenburg, das ist sozusagen die letzte Bastion, die man hier versucht zu halten. Seit der Wiedervereinigung ist Brandenburg immer rot geführt gewesen und dafür kämpft man eben heute, dass man das auch weiterhin hier in Brandenburg tun kann. Doch wenn wir ganz ehrlich sind, dann geht die SPD aus dieser Wahl so oder so als Verlierer heraus. Denn sollten sie siegen, dann tun sie das vor allem wegen Dietmar Woidke, wegen dieser sehr personalisierten Wahlkampfkampagne, die die letzten Wochen und Monate stattgefunden hat und die ja auch Erfolg hatte. Sollte die SPD aber verlieren, dann liegt das vor allem daran, dass die Menschen unzufrieden sind mit der Bundespolitik, allen voran mit Kanzler Olaf Scholz. Und dementsprechend befindet die SPD sich hier heute in einem regelrechten Dilemma. Philippa, da haben wir einiges zu erwarten. Bis 18 Uhr ist noch ein bisschen Zeit, aber du wirst natürlich den ganzen Tag für uns über die Situation in Brandenburg berichten. Danke erstmal für den Moment nach Potsdam.